ich möchte natürlich niemanden fertig machen. Und die, die mir länger folgen, die wissen auch, dass ich nicht jemand bin, der so, keine Ahnung, auf Hype oder irgendjemand fertig machen würde. Aber ich möchte schon ganz klar vor diesen warnen und dass ihr da nochmal richtig drauf zuhört. Wie es auch heißt, nimmt das Gute und das Schlechte werfet weg. Wenn wir von Joseph Prince reden, müssen wir ganz klar davor aufpassen, vor diesem Hypergrace. Das heißt, du kannst tun und lassen, was du willst. Du bist ja gerettet. Und das ist das, was er regelmäßig predigt. Er würde niemals das 1:1 so sagen. Aber er sagt Sachen wie, wir müssen uns nicht von unseren Sünden umkehren, um gerettet zu werden. Was natürlich falsch ist. Und es gibt so viele Artikel, so viele Videos, wo man ganz klar sehen kann, dass er so viele Bibelsachen aus dem Kontext falsch lehrt. Und davor möchte ich nur warnen. Ich sage nicht, dass diese Person einfach schlecht ist. Ich sage auch nicht, dass wir nichts von dieser Person hören sollten. Aber wir sollten aufpassen. Und ich denke, das ist auch meine Aufgabe hier, dass ich euch, gerade sehr viele junge Christen, die hier sind, warnen muss vor diesen falschen Lehren, die sie predigen.